Wahl daneben heute mit Teller von Sinne. Ralf Baumstern, Oliver Kalkofe, Miguel Boning und Bernhard Holger. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist Geniale Leben. Schön, dass Sie da sind. Wir haben versucht, Stimmung für Sie zu machen, aber wir sind die Einzigen. Ja. Meine Damen und Herren, wie Sie unschwer an mir erkennen können, komme ich heute nicht aus der Konserve. Falls Sie es immer noch nicht gemerkt haben, die letzten 6 Folgen waren Wiederholung. Vielleicht haben Sie es ja gemerkt. Und wenn Sie noch einen Bart in den Folgen hatten, haben Sie es bestimmt gemerkt. Vielleicht hatte ich mal einen, mal nicht. Aber geht ja sehr schnell. Weiß man ja alles ich nicht. Auf jeden Fall. Ich habe T-Shirts getragen. Genau. Auf jeden Fall sind wir heute wieder neu. Heute ist wieder neu. Es geht ab heute wieder neu los. Heute am 5. September. Schauen Sie, da steht wahrscheinlich auch neue Folgen hier oben. Nee, weiter, mehr nach links. Noch mehr nach links. Ich mache das so lange, bis Sie aus dem Bild sind. Dann heiratet ja mein Bruder heute. Ja, das wollte sie schon fragen, Frau Sitt. Ihr Bruder heiratet ja. Und Sie sind nicht da. Ja, ich war natürlich schon den ganzen Tag da. Und bin mal eben ein Stündchen vorbeigekommen und bin aber gleich wieder auf der Hochzeit. Ist schon klar. Ein Stück Schleier hier. Ja. Nach 29 Jahren heiratet er übrigens auch unsere Redakteurin, hier Gisela Plescher. Ich finde es etwas überstürzt, muss ich sagen. Finde ich auch. Ja, ich finde es schön, dass ihr alle nach dem Urlaub frisch erholt heute hier seid und wahrscheinlich darauf brennt, einfach heute alles zu beantworten. Tun wir ja eigentlich immer. Ja. Wollen wir vorher schon mal festlegen, wie viel also Prozent? Ich würde einen Tipp abgeben. Wir haben sonst immer 3 gesagt, dann haben wir 2 geschafft. Wenn wir jetzt 4 sagen, schaffen wir 3. Also lass uns 2 sagen, schaffen wir 3. Also ich bin für 4. Ja, wir schaffen 4. Wir schaffen 4. Wir schaffen 4. Ja, stimmt, wir sind ja ausgeholt. Wir waren ja alle in Urlaub. Oh, ja, genau. 4. Aber ich wusste nicht, dass es eine neue Sendung ist. Ich habe mich auf eine Wiederholung vorbereitet. Also wenn jetzt Erik Kühn aus Otterberg in Rheinland-Pfalz, wenn Erik Kühn sich jetzt hört, dann weiß er, dass er jetzt neu dran ist, weil seine Frage kam noch nicht und die kommt jetzt. Erik Kühn aus Otterberg möchte wissen, was ist eine Beruhigungslampe? Beruhigungslampe? Ja. Biosauna, der Einsatz von Leuchtlampen in der Sauna, die so flackernd mal wechseln vom Rosé changierend ins Pfefferminz hinein. Damit das man nicht wild wird in der Sauna oder wofür ist es? Ich nehme mal an, dass es beruhigen soll, sonst wäre es ja nicht die richtige Antwort. Ja, deswegen glaube ich, dass es vielleicht in Legebatterien ist, wenn die Küken ausschlüpfen, dass die nicht so hysterisch, panisch direkt schon zwitschern. Legebatterie, Scheiße! Kriegen die so Beruhigungslampen über die Eier schon? Ich bin schon über die Eier. Ich über die Eier dafür. Schon. Wie Beruhigungslampen über die Eier, ich wäre dafür. Ja, schön, ja. Gibt es vielleicht. Ist die. Nein! Zehn von Frau van Zinn, die kennt sich aus. Ich glaube ja. Ich wollte nur kurz sagen, mein Tipp ist, die Beruhigungslampe ist ein Laserstrahl, der auf so einem Zielfernrohr drauf sitzt, damit kurz danach das erschossene Tier beruhigt am Boden liegt und sich nicht mehr bewegt. Also ich glaube ja, dass es sinnvoll ist, davon auszugehen, wo müssen überhaupt Menschen beruhigt werden? In panischen Situationen. Ja. Zum Beispiel im Flugzeug. Ja. Dort könnte ich mir vorstellen, dass, wenn das Flugzeug abstürzt... Geht draußen das Licht an. So Fluter drumherum. Ja, also gut. Also eine Situation, wo ein gedimmtes Licht, das den Mensch vielleicht mit einem sehr, sehr tiefen Ton gekoppelt... Ja. Der also so die Eingeweide zum Vibrieren bringt, sodass die Panikreaktion abstirbt. Da habe ich aber auch eine Theorie, dass man vielleicht in einem Operationssaal ist. Und zwar Menschen, die aber bei vollem Bewusstsein, also wach, operiert werden. Wow. Und der Chirurg an sich braucht ja sehr gleißendes, helles Licht, damit er gut operieren kann. Ja. Und der Patient hat aber vielleicht eine Beruhigungslampe mit gedimmterem Licht, damit er, während er, manchmal gibt es ja auch so Operationen am offenen Hirn. Die sind ja meistens auch ohne Narkose. Na,
Masochist. Aber natürlich, es gibt Operationen, wo die Leute sagen müssen, ob sie wirklich wieder funktionieren. Ob es wehtut oder auch, ob mit sie mit Hirnschritt machen. Und das habe ich doch alles schon gesehen, aber das gibt's wirklich. Ja, oder auch welche, die es gerne wollen, weil so Masochisten, die freuen sich ja. Die sagen ja bitte, nicht, also wir sind nicht im Operationssaal. Aber wir sind aber bei einem Arzt. Wir sind auf der Aber was? Im Krankenhaus? Ja. Auf der, Intensivstation ist ja das Problem, dass Leute, die im Koma liegen, gerne sehr hell bestrahlt werden, dass sie gut behandelt werden können. Das stört die aber. Moment. Falsch. Gut. Aufwachraum. Wir sind im Aufwachraum. Falsch. Okay. Die Beruhigungslampe ist viel einfacher. Geburt. Ganz am Anfang. Geburt. Gleich, so, damit das richtige Licht, wenn sozusagen man ja aus dem Dunkeln herauskommt, das Baby, und damit das beruhigt wird. Die Beruhigungslampe kommt vorher schon rein. Ja. So sieht es vielleicht auch jetzt mal. Nein, damit es nicht durchkommt. Oder auch damit es gut. Dann ist drinnen genauso hell wie draußen. Ja. Damit es den richtigen Weg findet. Damit sie den richtigen Weg findet. Was damit? Vielleicht um den Weg zu leuchten. Für wen? Für das Baby. Ach so. Wo es rausgeht. Glaube, da geht es raus. Nicht, dass es in Panik irgendwie falsch rum rausfällt. Die Beruhigungslampe ist ein leichtes Rosé, was den Geburtsbereich in einer von der Sonne durch die Haut strahlende Atmosphäre. Ja. Nein, einfach. Versuch es einfach nur zu beschreiben, ich emotional, dass ich da bei dir anecke, weil du nicht weißt, was emotional ist. Das tut mir für dich leid. Vielleicht für die Mutter, damit die beruhigt ist. Halt, dass man also sind wir bei der Geburt? Ja. Nein. So. Ist die, die Beruhigungslampe ist einfach nur die Lampe, wo drauf steht OP. Man weiß. Bitte Ruhe. Hier bin ich richtig. Ja, steht nicht beim Operationssaal immer on air vorne? Vielleicht ist es, um den Arzt zu beruhigen. Es ist viel einfacher. Ah, viel einfacher, gleich bei der Einfahrt. Das ist überm Eingang ist das die Beleuchtung. Ja. Nicht, dass man Sie sind noch nicht tot, alles gut. Also der Krankenwagenfahrer, der hat ja mal Angst, dass er sich irrt und zur Bäckerei fährt. So, und jetzt ist da über dem Schriftzug Krankenhaus, ist so die Lampe, damit wird der Schriftzug Krankenhaus angestrahlt. Da guckt er drauf und dann ist er beruhigt, weil er nicht zur Bäckerei weil er es gefunden hat, ja. Genau. Ja. Ist die Beruhigungslampe eine Lampe, die Mutter? Wir sind nicht bei der Geburt. Ah, wir sind gar nicht bei der Geburt. Nein. Sind aber auf der. Wir sind im Krankenhaus. Wir sind nicht im Kreißsaal. Ah. Ja, der alte Mann hat uns wieder an der Nase herumgefahren. Ah. Nein, gar nicht. Ich frage mich gerade, es ist auch nicht in der Taschenlampe, wenn die Ärzte in die Augen gucken, was die Pupillen machen. Ach, ich habe eine Idee. Placebo-Effekt. Also, da ist jetzt ein Arzt, der behandelt einen Kranken, von dem man nicht so genau weiß, was er hat. Wahrscheinlich ist es nur ein Simulant. Der Arzt möchte ihm jetzt aber das Gefühl vermitteln, dass er vollwertig behandelt wird. Und nimmt eine Lampe und leuchtet damit in die Augen, obwohl das medizinisch überhaupt gar keine Bedeutung hat. Aber das macht er nur, damit der Patient denkt, hier ist er gut aufgehoben. Gut, Herr Mahler, wenn Sie sagen, dass es so wenn Sie sagen, dass es so unglaublich simpel ist, es gibt ja in der Tat in einem Krankenzimmer an sich, gibt es oben die relativ helle, unfreundliche Neonbeleuchtung und es gibt noch indirektes Licht am Bett. Vielleicht, wir sind im Krankenzimmer, ja. Ja, und die Beruhigungslampe. Ist das die. So wie für Kinder so eine Schlaflampe, halt, so ein Schlaflicht. Damit man so eine Wellnesslampe. Wo so kleine so Mickey Mouse vorne noch drauf sind. So. Oder die Tigerente. Ist das der Fernseher? Ist das eine Lampe, die von. Könnte man heute meinen, ja. Dass man den einschaltet und das nennt man im Fachjargon die Beruhigungslampe. Ruhe, oder ist es vielleicht eine Lampe, die sich von selber dimmt? Also die kann sich von sich alleine so. Das ist also immer wenn der Herzschlag weniger wird, wird die Lampe dunkler. Wenn der Patient schlummert. Also es gibt zwei Lampen, die ich im Krankenhaus kenne, die ich ansonsten noch nicht persönlich, auch privat, auch Geburtstagsfeiern, denen ich begegnet bin. Das eine ist eine Lampe, die das Zimmer auch des Nächtens in ein leichtes Dämmerlicht. Die meine ich nicht. Und die andere wäre. Die andere. Welche? Und zwar, wenn Krankenschwestern ins Zimmer gehen, drücken die auch immer auf so Knöpfe, die dann leuchten. Und oben geht so eine Lampe. Und oben geht so eine, dass man weiß, wo die ist und alle sind beruhigt. Oh, die Schwester ist nicht weg. Nee, so ist es nicht, aber ich sag's euch jetzt. Okay. Es ist andersrum. Wenn ein Patient im Krankenhaus liegt und er irgendwie sich nicht wohlfühlt, plötzlich Panikattacken kriegt, was weiß ich, dann drückt er ja die Notruftaste. Ja. Er weiß aber nicht, er hört ja das Klingeln nicht bei der Schwester. Natürlich. Und da geht in dem Moment, wo er drückt, geht bei ihm eine kleine Lampe an. Das nennt der Arzt Beruhigungslampe, weil der Patient in dem Moment weiß, die Schwester ist informiert, sie wird gleich kommen, ich kann beruhigt sein. Kennen wir alle das, die Beruhigungslampe. Erik Kühn, 500 € für Sie, Gratulation.
Meine Damen und Herren, wir gehen nach Dortmund. Dort wohnt Alfons Bartel. Und er hat eine sehr, sehr schöne Frage und ich bin sehr gespannt. Warum stehen auf einer Seite der Essener Straße in Hamburg-Langenhorn nur Schwarzwaldhäuser? Au. Ein Versehen. Hamburg-Langenhorn ist ein Stadtteil, ich glaube sogar Helmut Schmidt wohnt in Langenhorn, weiß ich nicht, ich glaube ja. Ja. Da gibt es die Essener Straße und auf der einen Seite der Essener Straße stehen nur Schwarzwaldhäuser. Ihr wisst, wie die aussehen, Schwarzwaldhäuser, die es im Schwarzwald gibt. Warum? Sind die bei einem Hochwasser angeschwemmt worden? Das ist die Wahrheit. Also ich glaube, das ist ein Architektur, das ist ein biologisches Gedöne, also ein Solar. Also die sind alle, werden alle von Solar gespeist, energetisch gespeist. Und da der Architekt aus dem Schwarzwald kommt, oder das ist ein Markenzeichen, haben die alle dasselbe Outfit äußerlich. Und die müssen, falsch, richtig, vielleicht auch die Bewohner müssen immer rein oder rauskommen, ob Sonne scheint oder mit diesen lustigen Ballen. Sollte denn ursprünglich auch mal die andere Straßenseite mit Schwarzwald? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob es so sein sollte. Auf jeden Fall ist nur eine Seite. War vielleicht Hamburg mal geplant für den Schwarzwald? In Wirklichkeit damals. Und man fing an und dachte, nee, sieht doch scheiße aus. Machen wir einen Hafen und solche Sachen. Machen wir ein bisschen was anderes. Wann war das denn? Das ist schon, das ist lange her. Ja, schon 500 Jahre oder so her. Ich finde die Idee aber gar nicht dumm. Vielleicht gehörte Hamburg mal zum Schwarzwald. Vielleicht gehörte ein Ort im Schwarzwald mal zur Hanse. Und die hatten dort eine Vertretung, hatten Lagerhäuser. Ja, ganz im Ernst, ich weiß nicht, ob es den Ort heute noch gibt. Gibt es den Schwarzwald überhaupt noch? Und die. Oh ja, ich habe das mal bei Saarland gesagt. Ich habe nie wieder so viele E-Mails bekommen. Ja. Das ist, also, ich liebe den Schwarzwald. Wo liegt der? Kontinentaldrift. Kontinentaldrift, das finde ich Kontinentaldrift. Gut. Kontinentaldrift. Früher, vor vielen, vielen Hunderttausenden, Millionen Jahren. Genau, da war Hamburg und Schwarzwald. Die hingen direkt aufeinander. Und so wie wir wissen, wie auch Afrika und Europa durch den Kontinentaldrift im Laufe der Jahrmillionen voneinander getrennt wurden und das Mittelmeer sich auftat, so wurde auch Schwarzwald und Hamburg voneinander getrennt. Gab es denn vor Millionen von Jahren schon Schwarzwaldhäuser? Ja, ja, natürlich. Was denken Sie denn? Wo soll der Schwarzwald denn sonst seinen Namen her haben? Ich habe noch einen. Entschuldigung, Rafaela. Erstmal du und dann ich. Nein, erstmal du, dann ich. Sicher? Hast du? Dann behaupte ich Folgendes. Es sind alles Häuschen vom HSV, dem Sportverein. Ja. So, und wenn die nämlich Spieler eingekauft haben, aus Brasilien oder auch aus Amerika oder auch aus Japan, die haben ja alle diese Vorurteile, Deutschland, Lederhosen, Schuhplattler, und die Häuschen müssen so putzig ausschauen. Und deswegen ist das eine Siedlung für die Spieler vom HSV, damit die denken, damit ihr Deutschland-Vorurteil lustig bestätigt. Da wohnen also nur Brasilianer und Argentinier. Ja, ja, aber nee, da wohnen auch Japaner und Amerikaner. Japaner auch, ja. Alle, der aus Deutschland, wunderbar, genau. Black Forest. Also, was mir noch einfällt, in Potsdam, da gibt es ja das holländische Viertel, weil man holländische Arbeiter angeworben hat sozusagen. Vielleicht war es so ähnlich auch in Hamburg. Man hat sich Facharbeiter aus Baden-Württemberg, wofür, die hat man angelockt, ja, um im Hafen irgendwelche Schwarzwälder Kirschtorten. Zum Beispiel die Bäckerinnung, genau. Und um die davon zu überzeugen, dass Hamburg auch eine ganz lebenswerte Stadt ist, hat man diese Häuser dort errichtet. Der Ansatz war an sich nicht im Groben und Ganzen gar nicht so falsch. Also, mit den Facharbeitern ist gar nicht falsch. Genau. Es gibt ja auch diese Partnerstädte, also dass man dann eine Großstadt, vielleicht eine Partnerstadt in Afrika hat oder irgendwo, wo man kulturell helfen will. Und vielleicht hat ja Hamburg dann gesagt, so für wir helfen im Schwarzwald. Ja, und machen da so ein kleines irgendwie so als Partnerstadt. Also wenn das nicht falsch war, ist es wahrscheinlich so, dass der Schwarzwälder an sich gesagt, wir brauchen mal irgendwas, womit wir uns identifizieren können. Haben sich das aber nicht getraut, selber zu bauen. Haben gesagt, die Hamburger, wir haben damit nicht so viel zu tun. Wir üben das mal erst in Hamburg. Auf der Essener Straße. Nur auf der einen Seite. Wann war das denn? Und dann, das war 1857. Ich glaube, es war 1968. Aber 1968? Aber er gab ja schon den Hinweis, dass da Facharbeiter drin sind. Also mit den Facharbeitern ist gar nicht so falsch. Also da wohnen Holzfäller oder Dachdecker oder da wohnen Zunftbrüder drin. Nein, da wohnen natürlich alle die Kuckucksuhr erfunden haben. Und die üben da wirklich das Wohnen, ob das auch alles so stimmt. Und im Kleinen wird das dann nachgebaut. Warum üben die das denn nicht im Schwarzwald? Ja, da will doch keiner Kuckucksuhren haben. Also,
weil die in Hamburg also auf die Schiffe direkt geladen werden. Zum Beispiel, richtig. Die Firma, für die die arbeiten, die ist in Hamburg. Darum wie mussten heißt die Firma? Kommen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Schwarzwald AG und Einweghausfirma. Kuckucksuhren wären ein Hinweis, dass die eventuell mit der Essener Straße hat aber nichts zu tun. Also die Frage ist, wie lange gibt es diese Häuser schon? Wenn es diese Häuser schon seit 300, 400 Jahren gäbe, dann würde ich vermuten, dass Schwarzwälder dort mal gelebt haben. Wenn es diese Häuser allerdings erst seit kurzem gibt, dann hätte ich gar keine Ahnung. Aber was ist denn, wenn die Häuser da nicht wirklich permanent stehen, sondern wenn es wirklich Häuser sind, die dort angefertigt werden, um dann auf großen Lastwagen dahin gebracht zu werden, wo die Leute ein Schwarzwaldhäuser haben wollen. Musterhäuser. Ja. Musterhäuser. Falsch. Das Musterhaus an sich ist in Hamburg. Ich sag's euch. Ja, okay. Sind die Häuser. Das kann ich euch nicht sagen, aber ich sage euch die Antwort. 19. Jahrhundert, bitte. Die Häuser sind aus den 30er Jahren. Okay. Es gab in Hamburg-Langenhorn in den 30er Jahren eine getarnte Bombenfabrik der Nazis. Okay. Das ist Tatsache. Für die Herstellung der filigranen Zünder benötigte man fingerfertige Handwerker. Nein. Und die wurden aus dem Schwarzwald. Genau, geholt. Und damit die sich nicht so alleine fühlen in Hamburg, damit die sich heimisch fühlen, hat man denen dort Schwarzwaldhäuser hingestellt, die heute noch dort stehen. Ja, ab und zu flog eins in die Luft. Aber die vom Staat aus Dortmund, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr, sehr gut, Alfons. Sehr, sehr gut. 500 Euro kriegen Sie auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch eine schöne Frage zu Hause haben oder auch mehrere, schicken Sie uns die einfach. Genial daneben. 50 616 Köln. Oder Sie rufen an 01378 1011 20. Oder am einfachsten ist natürlich eine E-Mail. fragen@genialdaneben.de. Eine schöne Frage kommt von Monika Ritzer aus Rösrath. Bei uns hier um die Ecke. Monika Ritzer oder Risa. Gut, R-H-I-Z-A. Herr Balder! Ist das schon die Frage? Sie liest doch jetzt auf dem Schirm Ihren Namen. Sie weiß, dass es ist. Die Nation weiß, wie es geschrieben wird. Jeder kann sich überlegen, wie es ausgesprochen wird. Wir wollen die Frage hören! Monika kommt übrigens aus Rösrath. Ja. R-A mit T-H geschrieben. Rösrath. Monika möchte wissen, warum ließ Elvis Presley während seiner Soldatenzeit in Deutschland seinen BMW 507 knallrot lackieren? Kleine Information, von 1958 bis 1960 war Elvis in Deutschland stationiert, wissen wir alle. Einer seiner ersten Käufe war damals ein weißer BMW 507, den er kurz darauf knallrot lackieren ließ. Warum? 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 Weil er damals das Verhältnis mit Wenke Mühre hatte und die dieses Lied gesungen hat. Natürlich. Er hat aber kein Gummiboot. Ja. Warum? Elvis, weil er hätte ja auch albern ausgesehen. Gibt es irgendein Lied von Elvis mit Red Hosen Automobil? Red Sweat Shoes. Nein. Gibt Elvis vielleicht Shoes? Er wohnte vor einem Schwarzwaldhaus. Das passte einfach. Passte zu den Bommeln, die er auf dem Kopf trug. Ja, der war so eitel, dass er einfach besser erkannt wurde in dem Flitzer. Und der war noch nicht mit Priscilla damals zusammen. Nein. 58, glaube ich, nein. Nein, eben. Das Haus, in dem er wohnte, das war so ockergräulich. Das weiß ich zufällig. Ja. Ich war bis zu seinem Tode großer Elvis-Fan. Richtige Antwort. Nee, ich habe in meinem Kinderzimmer ein Bild gehabt, das war quadratisch. Da war so dieses Haus, in dem er wohnte, weil er wohnte nicht in der Kaserne. Und davor stand dieser BMW, der war aber da noch weiß. Er war vorher weiß? Ja, genau. Und ja, dann hat er den knallrot lackiert. Aber warum? Hat er einen umgefahren und wollte die Spuren verwischen? BMW, die hatten Angst, dass er jemanden umfährt. Und da haben sie gesagt, boah, Presley, lackieren Sie das Auto bitte knallrot, damit Sie die Leute wirklich sehen. Ne? Damit Sie keinen umfahren.
Könnte das so gewesen sein? Mhm. Oh, ja. Es ja. könnte, also ich meine, wenn Sie mich so fragen, Herr Baldack, ja. muss ich schon ich sagen, den Konjunktiv zu benutzen an dieser Stelle halte ich nicht für falsch, aber... Aber BMW hat gesagt, Sie sehen das in Weiß nicht und das ja. ist nicht genug Werbung, also machen wir den knallrot, es gibt keinen und das ist Elvis Presley ja. in Deutschland das und wir verkaufen ja. weltweit BMWs. BMW in Amerika vor allen Dingen. Elvis ja. Line. Mhm. Natürlich. Ist Rot nicht eine Weile lang die meistverkaufteste Farbe gewesen? Ja, das war das nicht, damals dass nicht die Signalwirkung so hat im Straßenverkehr. Hat gedacht, also ich ja. assoziiere einfach mal, der war in Bad ja. Nauheim, das weiß ich, da war ja. er stationiert. Und Colonel Parker hat ja sein geschäftliches Talent, also sein Manager, dadurch bewiesen, dass er Spatzen gelb angemalt hat in seiner Jugend und dann als Kanarienvögel auf dem Flohmarkt verkauft hat. Da ist man, das stimmt wirklich, verbürgte Geschichte. So. Dadurch ist auch Elvis davon überzeugt worden, dass das ein guter Geschäftsmann ist. Aber der war ja gelb so. Gewesen. Das hat aber das heißt, er hat den als Ferrari verkauft an den Wagen. Also das ist natürlich verwandt jetzt mit dem BMW. Eine der wenigen Dinge, die ich über Elvis weiß, dass er wirklich Mamas Liebling war. Er hat seine Mama so ja. furchtbar lieb gehabt. Vielleicht war es ja ein Gruß an die Mama. My heart beats for you, dear mama, in America. War das von Elvis Presley? Nein. Ich bin nicht so Presley-Fan. Ja. Dann wäre Elvis, wenn das von Elvis gewesen wäre, wäre Elvis nie das geworden, was er war. Ja, und Ella wird nicht hier sitzen. War das Kinowerbung? Damals gab es den Film Woodenheart. Also die LP dazu hieß G.I. Blues. Und ja. Woodenheart war der Film, der damals rauskam. Ja. Eigentlich erst nach seiner Militär. Zeit gedreht, ja. aber er spielt da ja den GI. Warum knallrot? Ja, weil er hatte eine Szene in einem Kasperle-Theater und wird, er singt die Gretel an und die hat ein rotes Dutt auf dem Kopf. Das weiß ich noch alles, genau. Und er singt und die Szene endet damit, dass ein grünes Krokodil ihn auf den Kopf haut oder so. Wunderschön. Und der singt immer, muss sie denn, vielleicht war das Plakat rot und es war Werbung für den Kinofilm. Also Werbung für den Film stimmt? Nein. Gar nicht. Es stimmt überhaupt Werbung nicht. Werbung stimmt auch nicht. Es stimmt gar nicht. Ich hatte jetzt vielleicht auch noch einen BMW in Weiß und einen in Blau. Und er wollte die Farben der Nationalflagge nachmachen deswegen. Also dass er die irgendwie hätte er sich besser noch einen roten dazu gekauft. Und dann hat er noch einen mit Sternen drauf gehabt. Oder so. Auch nee, er hat sich nur diesen weißen BMW knallrot lackieren lassen. Warum? Warum ist die Flagge von Tennessee, Memphis, Tennessee? Oder alle Nachbarn hatten einen weißen BMW und er ist immer zu den Falschen eingestiegen. Morgens. Und deswegen hat er gesagt, ich mache den rot, dann weiß ich nicht, welcher meiner ist. Ich glaube, dass 1958 die wenigsten Leute diesen BMW hatten. Kann es sein, dass jemand anders auch einen weißen BMW neben anderen, die sind immer falsch eingestiegen, weil die auch nur einen Schlüssel hatten damals. Mit so einem Vielleicht fand er einfach rot schöner als weiß. Wie wär's denn damit? Ja! Ja! Hm? Ja. Ja, Herr Karl Rose! Popöchen, Popöchen! Sie sind ein Ratefuchs, Herr Karl Rose! Also Kompliment! Kompliment! Ja! Ich muss passen, ich weiß. Ja. Meint ihr wirklich, ich würde die Frage stellen, wenn es so einfach wäre? Die Frage ist, hat es etwas mit Rot zu tun oder etwas mit dem Nicht-Weiß? Ja, das ist die große Frage. Sanitärfahrzeug, Militär, vielleicht wurde er mal verwechselt. Ich habe noch eine Theorie. Krankenwagen? War das BMW? Man dachte, er wäre krank. Die Leute haben sich immer Die Polizei hatte damals weiße BMWs und damit er sich von denen... Nein, noch nie, glaube ich. Nee, dann behaupte ich Folgendes. Er ist immer in die Autokinos gefahren, um zu knutschen mit all den Mädchen, die auf ihn abfuhren. Und die rote Farbe war, obwohl es eine Signalfarbe ist, trotzdem im Autokino nicht so signalwirkend wie der weiße BMW. Ja, oder doch eben gerade, dass er sagen würde, komm zum roten BMW, ich bin da, also, ich bin bereit. Genau, das hatte was mit den Autokinos zu tun, Herr Baldack. Er hatte ja eine Freundin in Bad Nauheim, und zwar ein Friseursalon. Und zwar ein Friseursalon. Elvira Paschke hieß die. Wie hieß die? Elvira Paschke, das habe ich mir halt gemerkt. Ja, bringen Sie sich ein. Und er ist immer zu dieser Elvira Paschke gegangen und hat sich dann seinen Wo wohnen die heute? Bad Nauheim wahrscheinlich. Essener Straße. Ich habe noch eine Theorie. Es gab damals in Bad Nauheim Elvis Presley zu Ehren den ersten McDrive, weil Elvis war das so gewohnt. Und damit die wussten genau, was er immer essen wollte, ne? Drei Burger. Ja, egal. Und damit ihr, wenn er in der Line stand, da sah nicht so, oh, der Elvis kommt, kommen die direkt die Bestellung vorbereiten und aus dem Fenster rein. Ihr Lieben, ich werde es euch sagen. Ich glaube, wenn Elvis eine Line hatte, dann hat er da nicht drin gestanden, sondern... Ich werde es euch sagen, ich zeige euch mal ein Foto.
Ich zeige euch ein Foto. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Ja. Da kann man wieder mal. Das passt toll. Toll, Herr Meiner. Da kann ja jeder kommen. So. Da kann jeder. Wo wollen wir denn das dann wissen? Das Schöne an dem Foto ist, es ist gar kein BMW drauf. Ach, zeig mal. Zeig mal. Es wird ja immer besser. Ich zeige euch mal dieses Foto. Ja. Das ist Elvis und schwer zu erkennen. Kennt ihr denn den Mann neben Elvis? Nee. Das ist ein Fußballspieler. Nein. Nee. Wer ist das? Neben Elvis ist Klaus-Kurt Ilge. Okay. Ah, natürlich. Das war der Freund von der Friseuse von Frau Paschke. Oder? Klaus-Kurt Ilge war damals mit Elvis befreundet. Und Klaus-Kurt Ilge wird uns jetzt erzählen, warum dieses Auto lackiert wurde. Er ist nämlich heute bei uns. Nein! Und ich begrüße ihn ganz herzlich. Schön, dass du da bist. Klaus-Kurt Ilge. Klaus. Hallo. So, Klaus-Kurt, der Platz. Also. Das ist also Klaus-Kurt. Stimmt das übrigens mit der Freundin? Was Wiegel da eben sagte mit Frau Paschke? Pasch, die war am Gedener See. Aha. Hat er die kennengelernt. Die ist von Frankfurt, die gibt es noch. Aber es stimmt, was Herr Bonig da eben erzählt hat. Ja. So, jetzt möchte ich gerne wissen, warum hat Elvis seinen weißen BMW knallrot lackieren lassen? Also die Teenager, die weiblichen Teenager, haben das Auto ständig mit ihrem Lippenstift verziert. Und das hat immer Elvis irgendwann gestunken. Und die Leibwächter oder die Freunde, die mussten das immer waschen. Und irgendwann im Frühsommer, also vor nunmehr 50 Jahren, hat er das über Nacht rot spritzen lassen. Das ist der Grund gewesen. Das ist der Grund, warum Elvis... Das ist der Grund, warum... Ich habe gedacht, da kommt ihr vielleicht drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie ein weißes Auto. Ich glaube, mir... Es wäre aber auch nicht schlimm. Wäre auch nicht schlimm. Ist mir völlig klar. Das ist so einfach. Da hätte auch jetzt haben wir also hier wirklich einen Zeitzeugen, Klaus Kurt, lange, also zwei Jahre mit Elvis befreundet. Wie war er denn so? Toll. Ja? Ganz salopper, junger Mann. Wie habt ihr euch denn unterhalten? In Englisch. Kannst du Englisch reden? Ja. So. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ich war halt Fan und bin dorthin gekommen. Ich komme aus dem hessischen Friedberg und da ist er hierhin versetzt worden. Und da war halt immer was los in dem Städtchen. Und da ist man als Teenager dann da hingegangen. Und hat bei die anderen Teenager getroffen. Dann in den Sommerferien 1959 kamen dann die ganzen Teenager, die in Europa irgendwo verloren gingen, die sind dann Bad Nauheim wieder aufgefunden worden. Sagen Sie, entschuldigen, haben Sie noch Original-Devotionalien von ihm? Natürlich, Sie haben Original-Unterschriften und am Ende noch T-Shirts und so ein Zeug? T-Shirts gab es damals noch nicht. Naja, gut. Hallo, Marlon Brando. Mit Elvis nicht drauf, nicht mit Elvis drauf. Also aber Sie haben noch was von ihm original signiert und haben Sie da schon hohe Angebote für bekommen? Sicher, ja. Und Sie geben es aber nicht raus? Nein. Finde ich geil. Sie gefallen mir, junger Mann. Wir haben noch zwei Fotos hier. Habt ihr die Fotos da? So. Also, wir haben jetzt noch zwei Fotos hier und zwar mit dem BMW. Einmal Elvis und, das bist du, ne? Ja. Hier, einmal Elvis und der weiße BMW. Ja, gucken Sie sich das ruhig an. So ist schön. So. Das habe ich also nicht signieren lassen, sonst hätte Elvis mir bestimmt den Hintern gedreht. Das glaube ich, ja. Weil ich auf dem Auto gesessen habe. Und dann haben wir Elvis, nochmal im roten BMW. Also ist zwar schwarz-weiß hier, aber man sieht es. Ne? So, da hat er ihn lackieren lassen. Und diese ganze Schätze besitzt der Klaus Kurt noch. Ja. Und die ganzen Erinnerungen. War eine schöne Zeit. Elvis mal wieder gesehen anschließend, als er wieder weg war? Nein, nie wieder gesehen. Nie wieder gehört? Doch, klar. Immer. Ja, im Radio aber nur. Nö, aber also nie angerufen? Nee. Nee, nie telefoniert. Nee. Schade eigentlich, ne? Na ja, gut. Ach, ja, kann man nichts machen. Aber schön. Wir sind nach wie vor Elvis-Fans und sind immer weit auf den Spuren von Elvis in Deutschland, Europa und auch in Amerika schon. Wer ist das nicht? Also, gut. Klaus Kurt, vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Und super. Monika. Monika, 500 Euro für Sie, auf jeden Fall. Schöne Frage. Es ist doch erstaunlich. Ich fahre ja ein rotes Auto. Sie fahren ein rotes Auto. Ich wollte mit Priscilla Presley sagen, damit der zum passend zum Lippenstift. Aber da kam ich ja nicht zu, weil der ja noch nicht mit der verheiratet war. Ah, zu blöd. Hätte ich gesagt, wäre immer drauf gekommen. Das war einfach zu gut. Also ich hab echt gedacht, vielleicht könnte man... Ja, natürlich. Ja, hätte ich mal drauf kommen können, genauso wie mit der Beruhigungslampe. Ja. Wir sind heute nicht gut. Das kommt.
das kommt alles. Sehr lehrreich und kommt auch mir jetzt ein weißes Auto. Genau, macht euch keine Sorgen, es wird besser. Meine Damen und Herren, wir machen eine kleine Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, jetzt. Jetzt gehen wir mal nach Trier. Dort wohnt Manfred Dimitsch. Und Manfred Dimitsch möchte wissen, was ist ein Gesichtshörnchen? Das ist, wenn man sich nicht richtig dolle stößt. Was? Wenn man sich nicht richtig dolle stößt. Wie nicht richtig dolle stößt? Wenn man sich richtig dolle stößt, dann hat man so ein Horn. Und wenn man sich nicht richtig dolle stößt? Hat man ein Hörnchen. Können Sie mal vormachen? Ja, kommen Sie mal her. Ein Gesichtshörnchen ist ein Hörnchen. Das ist ein kleines Nagetier. Und das hat, und das hat nicht ein Gesicht. So, ja, genau. Und das hat eben für die berühmten Fressfeinde hat es eine, also einige Hörnchen, die Flughörnchen und A-Hörnchen und B-Hörnchen haben ja diesen weißen Streifen nur auf dem Rücken. Und das Gesichtshörnchen hat hinten am Puppes so eine schöne Zeichnung, die aussieht wie ein Gesicht. Dann kann es die Feinde mit irritieren, vorne wegrennen, wenn die Feinde noch denken, es steht hinten und guckt. So, das ist leider wahr. Zwei Theorien. Welche wollen Sie hören? Die zweite erst. Gut, kosmetische Chirurgie. Die erste. Bäckereifach. Noch jemand andere eine Theorie? Ich glaube, das Gesichtshörnchen benutzt der Sattler, der Autositze macht. Und es handelt sich dabei um ein gesichtsformartiges Hörnchenelement mit einem kleinen Haken, woran die Lederteile aufgezogen werden, um dann festzuklemmen. Das heißt deshalb Gesichtshörnchen, weil wenn man das nicht richtig macht und die versehentlich loslässt, dann führt diese Spannung dazu, dass man diese Hörnchen ins Gesicht... Ich habe den Anfang jetzt vergessen. Herr Weiler, ich habe auch noch zwei Stichworte und wenn Sie es bitte dann genauso zügig wie mit Herrn Bohnen machen. Das erste ist Kosmetikerin. Nächste? Süßigkeit. Noch weiter? Ich hatte ja nur zwei. Ach so, eine Insel. Tierreich. Ach so, wie Tierreich. Wie ist denn das mit dem Tierreich überhaupt? Mit den Hörnchen? Also ja. Ich fand diese Hörnchen-Idee ja... Ja, wie ist das mit den Hörnchen? Ich frage mich so. Weißt du, ob es irgendwas... Ja, also A-Hörnchen, B-Hörnchen natürlich nicht. Flughörnchen, Gesichtshörnchen, Matterhörnchen. Ja, es gibt ja ganz viele. Wie sieht denn so ein Gesichtshörnchen aus? Ja. Das ist ein Insekt. Hat ein Gesicht. Ein Käfer. Das Entscheidende ist natürlich das Gesicht. Dass ich maskieren kann. Das ist die absolut richtige Idee. Sofort Thomas. Ich bin in der Wissenschaft der Brillenherstellung. Ich sehe nämlich dort ein kleines Hörnchen innerhalb der Brille, was die Nasen... Das ist ihm gerade neu. Die Nasen... Nein, guck dir mal. Das sieht aus wie... Und was die Brille auf dem Gesicht sauber hält. Und diese... Was? Ich sehe das hier gerade. Diese Dinger Diese Metall, diese kleinen Metall. Das sind Gesichtshörnchen. Oh, Herr Bohnen, ohne Brille, ich werd wuschig. Oh! Ohne Brille wird er übrigens auch das Gesichtshörnchen genannt. Wobei er sehr gut Erdmännchen kann. Ich werde es euch mal sagen. Ich werde es euch sagen. Ich kann es euch zeigen. Okay. Ja. Nein, das wo sitzt er? Wo sitzt es? Ich kenne es. Ich kenne es, weil ich neuerdings laufend meinem Alter entsprechend Massagen habe. Ah, okay. Nein. Ah. Oh Gott. Das ist ein Gesichtshörnchen. Das ist ein aufblasbares Schlafkissen. Da legt man sich auf. Das gibt's aber auch für den Hintern. Ich bin so dankbar über dieses Stichwort. Die Männer, der Mann an sich, was werden für alberne Dinge erfunden? Ich möchte eine Massagebank haben mit einem Loch in der Mitte für meinen dicken Bauch. Für schwangere Frauen praktisch sein. Warum gibt es diese Massagebänke nicht mit Löchern drin, wo man abhängen kann? Abhängen kann. Ja, ist doch wahr, das wäre doch praktisch. Wer hat das denn erfunden? Ich hätte gerne eine Massagebank mit Schwengelhörnchen. Und wovon träumen Sie nachts, Herr Weiler? Aber was ist denn daran jetzt das Hörnchen? Das ist ein Gesichtsdonut. Heißt Gesichtshörnchen. So nennen es zumindest Masseusen und Masseure. Masseure. Manfred Dimitsch kriegt 500 Euro. Gratulation. Ich heiße nicht mehr Masseuse. Wir waren noch nie so nah dran. Damit Sie nicht dumm sterben, das heißt nicht mehr Masseuse, das heißt Masseurin, das heißt auch nicht mehr Friseuse, es heißt Friseurin. Danke, weiter. Ja, noch ein bisschen für... So.
Bei allem Respekt, so viel Zeit muss sein. So. Ich liebe Masseusen. Ja, ja, weil das sind eben keine Masseurinnen. Aber das sind die in St. Pauli, wo sie... Aber die kümmern sich um das Schwengelhörnchen. Ja. Ich habe mal eine Frage. Ja, ja, ja. Die Frage lautet, Andreas Terhorst, wo sind Sie? Andreas, wo? Ja. Dort. Andreas, herzlich willkommen. Schöne Frage von Ihnen. Bin gespannt, es geht um 500 Euro, die Sie eventuell sofort mit nach Hause nehmen können. Andreas möchte wissen, was ist ein Läuferverband? Der Läuferverband. Ein Läuferverband. Das... Teppichläufer. Das ist ein Teppich. Wenn sich jemand einen Arm bricht und das ist keine vernünftige Gase zur Hand oder ein Pflaster, dann kann man natürlich behelfsmäßig den Läufer nehmen. Das ist eine gemeine Frage, weil das Wort Läufer ist das deutsche Wort mit den meisten Bedeutungen. Ha, ich weiß es. Na, dann ist es einfach. Ich habe es doch gesagt, ich muss dir nur einen Tipp geben. Beim Schach. Wenn mehrere Läufer nebeneinander stehen und die Diagonalen abdecken, das ist ein Läuferverband, oder? Nee. Ach so. Okay, der Läuferverband ist von einem Dauerläufer ein spezieller Verband, der sich nicht in den Schuh hineinarbeitet während dem Laufen, sondern so langsam die Wade hoch. Ich bleibe beim Teppichläufer. Was? Moment. Wenn man die falschen Socken anhat oder irgendwelche Verbände und die passen nicht so richtig in den Schuh, dann wandert das doch so rum, dass man nachher so Knubbel unterm Fuß hat. Und das ist für einen Läufer, der noch was vor sich hat, ist das ja doof. Welche Verbände soll man denn haben? Vergessen wir es. Herr Balder, Schmerzen? Druckverband, meint er. Das ist so, Schmerzen, vielleicht ist das die einzige Art von Emotion, die Sie kennen. Da muss ich jetzt weiter ausholen. Wie soll man das was Schmerzen? Steht denn bei Ihnen auf diesem Läuferverband? Wie erklärt man dem Mann Schmerzen? Komm her, ich zeig's dir einfach. Also, Läuferverband. Okay, Läuferverband. Ich möchte Andreas trotzdem mal ganz kurz noch mal bei diesen Teppichläufern in großen Schlössern oder Hotels. Verabschiedet euch mal von Teppichläufern. Es gibt ja auch so Lippeverband und so. Also Zusammenschlüsse von kommunalen, was weiß ich, Wasserleitungseinrichtungen und so. Hängt das damit zu tun? Was ist denn mit Medizin? Was ist denn mit Medizin? Läufer. Wirklich, da warte doch eben, warst du nicht da auch schon, wie gesagt, beim Verband? Beim Verband. Also es gibt doch verschiedene Arten, etwas zu verbinden. Ja. Und deswegen sind wir also bei der Art, aber wir sind bei Sanitätern, die einen Verband anlegen. Völlig falsch. Läufer. Was ist völlig falsch? Auch bei Tieren. Vielleicht. Auch bei Tieren. Auch falsch. Bei Tieren auch falsch. Wie wäre es denn, der Läufer ist... Bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ja, genau. Marathonlauf, wenn die sich immer so in Trauben... Da werde ich nächstes Mal übrigens mitmachen. Nein! Doch, aber ich habe schon, ich habe 3 Übernachtungen eingeplant. Ja. No. Ja, oder ist es ganz einfach, es ist der Verband der Heimkehrer, es ist der Verband der Läufer, der Läuferverband. Hahaha, ha, ha, so einfach. Der Heimkehrer. Danke, danke, ist gut. Der Vertriebenen sozusagen. Der Vertriebenenverband, Läuferverband. Nein. Nein? Gut. Der Läufer ist eine bestimmte Rolle in einem Seilbahnsystem. Und ein Läuferverband sind mehrere von diesen Rollen hintereinander. Finde ich gut. Falsch. Der Läufer ist ein bestimmtes Poststück, was mit einer etwas höheren Geschwindigkeit transportiert wird. Und ein Läuferverband sind mehrere Poststücke dieser Art. Falsch. Ein Läufer. Aber eine Post ist schon gut. Früher als die Post bei Hermes zum Beispiel. Da waren dann mehrere Läufer, eine Staffel so zum Beispiel. Falsch. Staffelläufer. Ein Läufer ist zum Beispiel eine bestimmte LKW-Art, die aus irgendwelchen Gründen nicht große Strecken, sondern immer nur kleine Strecken fährt oder genau umgekehrt. Und ein Läuferverband sind mehrere davon. Falsch. Da. Falsch. Wir sind in einem Bienenstock. Falsch. Zahnersatz. Mehrere Zahnersatz. Läufer. Ein Treppengeländer. Das jetzt. Treppengeländer. Wird Läufer überhaupt mit EU geschrieben in diesem Fall? Ja. Richtig! Also. Modellbau.
Läuft gut, ne? Ist dann bei der Jagd. Es gibt doch Läufig. Läuft gut, du hast es gesagt. Wenn mehrere Fragen hintereinander nicht beantwortet nicht werden. Ich sag's euch, ihr wart nah dran. Wir sind im Mauerhandwerk. Jede gemauerte Innenwand eines Gebäudes ist, wie der Maurer sagt, ein Läuferverband. Eine ganz normale Mauer, die Steine längsseitig nebeneinander platziert, die Reihe darüber versetzt, gemauert. Kennen wir alle. So, dann darüber, dann wieder so, dann wieder so. Das nennt der Maurer Läuferverband. Andreas, 500 Euro. Bar auf die Hand. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber die Frage möchte ich gerne noch stellen. Wie gesagt, nicht mehr viel, aber ein bisschen. Erika Grünwald aus Villach in Österreich möchte wissen, was ist eine Napoleon-Tasche? Sehr kleine Tasche. Eine kleine Tasche, die man hier, so an der Seite gehört, also hier also hier, da direkt. Ja, die man da so drin hat. So. Gibt es, habe ich zum Beispiel an meiner Skijacke. Genau, an meiner Skijacke, die ist unter dem Reißverschluss, ist hier noch mit einem extra Reißverschluss versehen, damit das, was darinnen ist, nicht herausfällt. Wo ist die Tasche? Hier, an der Seite der Jacke. Innen. Direkt, also direkt hier. Wie sagt man denn? An der Innenseite, hinterm Reißverschluss. Das ist falsch. Ich bin in der Medizin. Nee, Taschen war schon okay. Ach was, es war noch okay. Also Jacken war schon okay. Tasche im Sinne von Tasche. Ja, Napoleon-Tasche. Jacke war okay, aber eine Umhängetasche, eine Ledertasche. Innen drin, wo man Flachmann reintut, also ein Cognac oder so. Deswegen so. Ist das das nicht für den Walkman, wo immer läuft Waterloo? Ja, ich glaube. Also Jacke nicht schlecht, aber wo ist die Napoleon? Ja, aber die ist genau da, wo Napoleon immer seine Hand reingesteckt hat. Deswegen heißt die Napoleon-Tasche. Eben nicht. Dann ist sie hier unten an der Seite. Und zwar gibt es die Haupttaschen, aber es gibt die sogenannte Napoleon-Tasche. Die ist etwas, die ist in der einen Tasche drin, die ist noch ein bisschen kleiner. Nein, die Napoleon-Tasche ist eine Tasche, die überhaupt keine Tasche ist, die eine simuliert. Denn Napoleon ist daran immer hängen geblieben und es hat ihn genervt. Eine Scheintasche. Napoleon war ja klein. Es ist also eine kleine Tasche. Eine Tasche, die nur bis hierhin geht. Ja. Also die in der Höhe ist. Nein, also Jacke ist ja sehr schön. Und als, als Herr Wiegald das eben vorgab, habe ich gedacht, es stimmt, aber es stimmt nicht. Also schon hier in der... Wo ist die Tasche? Hier ist woanders. Hier, also wir stellen uns mal eine Jacke vor. Ja, Stellen wir uns mal ganz dumm. Stellen wir uns mal eine Jacke vor. Was ist eine Dampfmaschine? So. Also, wo ist jetzt die Napoleon-Tasche? Die ist eine Maschine, die hat vorne ein Loch und hinten ein Loch. Das hat auch mit der Hand jetzt gar nichts zu tun. Entfernt. Innen. Wo innen? Im Futter. Im Futter. Nein. Zwischen Futter und, also zweilagige Jacke. Nein. Sie befindet sich gar nicht an der Jacke, sondern unter einer Jacke. Was? Was? Ist das also die innen? Tasche, die, in die man die Kapuze verstecken kann? Nee, das ist eine Kapuzverstecktasche. Das hat Napoleon erfunden, aber der hatte ja immer diesen Hut auf. Wo es könnte die Napoleon-Tasche sein bei einer Jacke? Wo man Orden trägt als Napoleon? Oder wo der diese Schärpe hatte als Napoleon? Also die ist innen. Man kommt dran, man muss in die Jacke rein, um an die Napoleon-Tasche heranzukommen. Das ist falsch. Es muss ja also einen Bezug die Tasche ist außen. Die Tasche ist außen. Wo Napoleon sein Handy hat. Die Tasche ist außen. Der hatte ja kein Handy, der hatte ja... Außen und schräg. Warum ist die Tasche denn außen? Die ist damit außen und schräg. Warum ist sie denn nicht innen? Ja, weil es in einer Winterjacke ist. Es ist in einer Winterjacke. Und? Damit man die, und damit man die Jacke nicht öffnen muss und keine Hitze verliert, ist die Tasche außen schräg und da kann man irgendetwas rein. Ich lasse es so gelten. Ich darf die Serpe mal bitten. Aber hatten wir das nicht schon mal? Das ist die Serpe. Ja. Und das ist eine Jacke mit zwei Napoleon-Taschen. Okay. Dort, ich bin sehr dankbar, dass du nicht jeden Abend mit so einer Winterjacke hier reinkommst. Dort und dort. Die sind extra draußen dran, damit man die Jacke im Winter nicht aufmachen muss. Und der Frau an die Brust greifen kann. Zum Beispiel. Außen. Diese Taschen bezeichnet man als Napoleon-Taschen. Und die Jacke nicht aufmachen. Ja. Serpe, es steht dir sehr gut, obwohl ich dich anders lieber habe. Ja. Vielen Dank. Klar. Dankeschön. Erika, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt kein Geld. Das lasse ich so gelten. So, ihr Lieben, das war doch ein lustiger Abend heute Abend. Ja, war gut. Wir haben sehr viel Hilfe und nicht vergessen. Herr Bader, darf ich mal ganz kurz den Herrn berühren, der Elvis Presley berührt?
Sie hier noch jemand Michael Jackson? Ich will auch gerne mal. Ja, jetzt geht er nach Hause und sagt, ich habe Elvis berührt und Hella von dir. Ja. Ein guter Schnitt. Guter Schnitt. Ihr Lieben, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ihnen schönes Wochenende. Tschüss.